Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Point Hospital, weiterhin mit meiner Wenigkeit Labor. So, wir gucken mal, was haben wir hier noch an Ärzte. Wir haben hier noch einen Arzt. Den stellen wir natürlich ein. Den lassen wir auch in der Arztpraxis arbeiten und in den Rest auch alles. Das ist dann schon vollkommen okay. Sucht nach Arbeit. Ob er Arbeit findet, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Muss da drüber her werden. Wenn ich das geschafft habe, ist alles gut. Wir hätten jetzt 45.000. Ich könnte jetzt den nächsten Schritt wieder so genau so bauen, ne? Oder warte ich jetzt erst noch? Zu viele Ärzte bringen mir ja auch nichts, Leute. Wir warten jetzt erstmal. Weil dann werde ich irgendwann mit den anderen Produktionen nicht hinterherkommen, ne? DNA zum Beispiel ist jetzt voll. Das ist das nächste, was ich gleich eine Kopie von machen muss. Das geht nicht anders. Würde mir kosten 51.000. Okay. 51.000 müssen wir jetzt gleich haben, um nochmal das zu bauen. Und wenn jetzt das hier oben natürlich jetzt endlich mal voller wird, dann haben wir es auch geschafft. Ja, weil wenn diese Räume sich hier füllen, dann können wir auch mehr Gas machen. Oder wir verdienen dann mehr Geld. Heilungsrate ist klar, dass sie gerade völlig im Arsch ist und uns auch nichts, nichts bringt. Was mich einfach, ja, hoffe, dass ich jetzt hier ein bisschen Herr drüber werde, ne? Und dass wir keine Warteschlange mehr haben. DNA haue ich gleich auf jeden Fall raus. Das ist das nächste, wenn ich Geld habe. Oh, ein Popstar besucht das Krankenhaus. Ich glaube, es wird weniger, ne? Ich brauche 50.000, um das Teil zu bauen. Gucken wir mal, ob wir das zusammenkriegen. Ich glaube es nicht. Ja, das werde ich jetzt gleich sehen. 25.000. Komm. Das Problem ist wirklich, dass hier nichts los ist, ne? In den Räumen. Hier ist überall tote Hose. Die Leute stehen und gammeln vor sich hin. Komm, mach's voll. Dann haben wir schon mal einen guten Punkt, um das dann gleich auch stopp kopieren. So. Zweiten DNA-Scanner. Haben wir überhaupt einen zweiten DNA-Typen? Ein, zwei. Ja, zwei Stück haben wir. Dann müssen wir noch mal gucken. Den können wir auch noch mal einstellen. Du darfst alles machen außer Allgemeinmedizin. Aber. Und weil es. Oh, das kostet 15. Ha! Habe ich noch geschafft. Stinkefinger ins Gesicht gehalten. 134.000. Heilen Sie 10.000 Patienten. Ja, haben wir geschafft. Ja, hallo Siri, wie geht es dir? Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Ich glaube, die ist zurzeit ein bisschen bekloppt. Die springt immer an bei mir zurzeit. Egal, was ich mache. Immer springt die an, die blöde Kuh. So, wir haben 102.000 minus. Also das ist jetzt schon eine Ansage. Ja. 7,14. Also die Zahl ist immer noch gravierend hoch, die wir jetzt hier haben. Ja. Gravierend. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Leute hier sich so langsam auch einfinden. Das bedeutet, man kriegt es so langsam runter. Aber das werden wir jetzt sehen. Wo bleibt denn mein Hausmeister? Nee, jetzt... Ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Die muss ich auch unbedingt noch weiter ausbilden, die Hausmeister. Unbedingt. Ich glaube, ich werde nicht... Das wird nicht weniger. Der ist gleich weg. Aber das ist ja eigentlich gar nicht mehr das Problem. Das Problem ist jetzt eigentlich, dass wir Allgemeinmediziner benötigen, die wir absolut nicht haben. Und hier wird es ja gar nicht großartig weniger. Also gefühlt wird es hier nicht weniger. Gar nicht.
Und jetzt muss ich erstmal ein bisschen zu Geld kommen. Ja. Ich muss jetzt wirklich erstmal zu Geld kommen, das jetzt erstmal ein bisschen laufen lassen. Auch vollautomatisch. Dann müssen wir mal gucken. Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Doch zum Kotzen. Leute. Was mich gerade ankürzt, dass er da jetzt so lange für braucht. Eigentlich ist das eine Sache von ein paar Sekunden, ist er damit durch. Hier oben das Problem kriegen wir nicht in die Reihe. Ein Arzt wird in die Schocktherapie gebeten. Das haben wir jetzt schon mal erledigt. 52.000. Psychiatrie, zwei Stück. Ja, machen wir. Geht gerade nichts los. In der Psychiatrie ein. Das Schlimme ist einfach, dass wir keine leeren Leute haben. Zum Beispiel so wie der, die bräuchte ich. Und dann Allgemeinmedizin gleich hier reinschicken und dann umbauen hier wirklich. Gönnen Sie sich in einem Orbi Wellness Center eine Kur ohne Ecken und Kanten. Ich werde jetzt einen Monat warten, weil wir jetzt auch weniger für den Kredit bezahlen müssen wieder. Hier oben ist eigentlich alles easy. Wir haben keine Wartezeiten, geschweige irgendwas anderes. Hier unten ist die Katastrophe. Es wird weniger, meiner Meinung nach. Aber ich werde nochmal so einen Komplex bauen wie hier. Was doof ist, dass man das nicht alles so kopieren kann. Aber ja. Das ist dann gleich der nächste Schritt, den ich dann nochmal mache. Aber wir warten. Ups, was ist passiert? Wir haben den ersten Stern. Fortfahren. So. Was ist jetzt das nächste? Das nächste ist, heilen Sie 500 Patienten, Heilungsrate von 80%, Ruf, das schaffen wir, Krankenhausbewertung 5 Millionen. Ja, das ist eigentlich auch nicht das große Problem. So, wir müssen jetzt erstmal laufen lassen. Ich hätte jetzt gerne, das sehe ich nämlich jetzt mal gerade, und das ist gerade wirklich so ein kleines Problem, hier immer hier ein bisschen arbeiten. So, dann haben wir nämlich schon mal 4 Leute da. So. So, das bleibt jetzt erstmal laufen. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Auch fertig. Dann können die da jetzt gleich auch rein. 93.000. Jetzt auf einmal wird die Kohle hier aber richtig fein runtergearbeitet. Da, der wird so ewig brauchen, ne, um das auf 3 abzudaten. Minus 53.000. Da hätten wir auch das Update sein lassen können, hätten trotzdem Minus gemacht. Ne? Das ist Wahnsinn, was da an Kohle rausgeht, Leute. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ja, 34.000. Verkaufen. Verkaufen. So. Diesen Raum kopieren. Bitte. Bitte. Dann diesen Raum kopieren. Ja. Dann nehmen wir diesen Raum. Noch eine Kopie. So, da rein. Und den Raum da rein. Fertig. So, komplett umgebaut.
Hier haben wir noch ein paar Bänke. Diese Bank einmal hoch. Natürlich darfst du in der Allgemeinmedizin arbeiten. Und beim Megascanner, den Rest lassen wir mal aus. Wir hoffen einfach, dass wir vorankommen, ne? Und dass ich genug Leute habe. So, in 2 Tagen ist das hier abgelaufen, dann gibt es neue Bewerbungen. Werden wir jetzt mal so ein bisschen laufen lassen und das Ganze beobachten. Und gucken, was passiert. Eigentlich sollte das jetzt vollkommen ausreichen. Also mir kann jetzt keiner erzählen, dass das nicht reicht. Das glaube ich sonst nicht. Weil es eigentlich gerade ziemlich, ziemlich rund läuft. Das hier könnte halt ein bisschen eng werden mit der Zeit und eigentlich dieser Raum hier könnte ziemlich eng werden, weil da warten nämlich auch schon 6 Leute. Der Raum muss größer. Halt, warte mal. Dankeschön. Ich muss machen. Wir müssen unbedingt ein paar Räume viel, viel größer bekommen. Und warum soll ich es da nicht tun, ne? Allgemeinmediziner haben wir sowieso gerade nicht. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall diesen Raum hier um das Verdreifachen oder so, keine Ahnung. Mal sehen, genau wie da oben den Komplex, den werden wir dann auch nochmal verändern. Aber das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Erstmal ein bisschen Kohle an Land kriegen. Nimm hier. Der Bär los, Leute. Und der Raum muss einfach nur größer und dann läuft das. Fertig. 30.000 sollte ausreichen. Her damit. Hier machen wir so. Dann machen wir erstmal so, würde ich sagen. Betten. Beieinander Platz lassen. So. Auch ein Heizkörper. Sonnenblumen vertreibt das Kummer und die Sorgen. Ich gehe schlafen neben so einer Dingens. Bilder. Ich will wenigstens Stufe 4 erreichen. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Na, wie viel arbeiten hier? Einer. Das erhöhen wir auf 2. Objekte. Dieser Raum hier ist nämlich noch eiskalt. Gehen wir mal dahin. Da. Da. Und so. Dann bauen wir hier vor. Mal ganz kurz nach höher.
Hier muss es nicht hübsch sein, gar nichts erstmal. Erstmal hier zwei Bänke vor. So. Diese Bank nehmen wir uns, setzen wir dahin. Diese Bank nehmen wir uns und setzen wir erstmal dahin. Der Rest kann erstmal so stehen bleiben. So. Im Tagesspötter steht. Und dann gefällt mir das schon ganz gut. Der Bungle Technologies vorwirft, Experimente wieder der menschlichen Natur durch. Der Raum ist jetzt halt extrem vergrößert worden mit zwei Umkleidekabinen und so, das reicht. War es allerhöchste Zeit, dass es einen Ort für verrückte Wissenschaftler gibt, den es gibt halt keine Allgemeinmediziner, ne? Ja, wir könnten noch 6 Leute ausbilden. Aber das macht alles keinen Sinn, die auszubilden, wirklich nicht. Dann nehme ich lieber Psychiatrie und versuche meine 2 oder die 3 wirklich stärker zu bekommen oder besser hinzubekommen. Scheiße. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier alles ein bisschen hinkriegen. Wir haben jetzt 4 Betten, glaube ich. 8 erhöht. Ein Krankenpfleger wird ins Spritzenhaus gebeten. Eigentlich dürften hier keine Leute irgendwo sitzen. Dann ist es richtig. Ja, hallo. Hier geht die Post ab. Hier haben wir mal schon keine Warteschlange mehr. Hier wird immer noch geupdatet. Die Updates sind grauenvoll. Also danach muss ich unbedingt meine Handwerker machen. Sage auch erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.